Achtmal im Jahr verkündet die Europäische Zentralbank den aktuellen Leitzins. Erst in einer kurzen Mitteilung, dann in einer Pressekonferenz. Aber wie reagieren die Finanzmärkte darauf? Macht der Ton die Musik? Mein Name ist Christian Wagner und ich arbeite am Institut für Finance, Banking and Insurance an der WU Wien. Die Hauptaufgabe der EZB ist es, stabile Preise zu gewährleisten. Das heißt, sie soll dafür sorgen, dass es zu keinen größeren Schwankungen im Geldwert kommt. Ein wesentliches Instrument dafür ist der Leitzins. Dieser bildet die Basis sowohl für Transaktionen im Finanzmarkt als auch für die Konditionen von Sparern und Kreditnehmern. Wenn die EZB beispielsweise den Leitzins senkt, dann wird das Sparen weniger attraktiv, Kredite werden hingegen günstiger. Die Geldpolitik der EZB kann somit einen unmittelbaren Einfluss auf das wirtschaftliche Handeln von Haushalten, Unternehmen und Investoren haben und deshalb ist die EZB auch darauf bedacht, ihre Beweggründe für Zinsentscheidungen zu kommunizieren. In meiner Studie mit Mike Schmeling von der Goethe-Uni in Frankfurt untersuche ich, ob sich die Art und Weise, wie die EZB ihre Geldpolitik kommuniziert, auf die Preise von Finanzinstrumenten wie zum Beispiel Aktien auswirkt. Die Analyse solcher Preiseffekte ist deshalb interessant, weil wir daraus Rückschlüsse auf die Erwartungshaltung und Risikoeinschätzung von Investoren ziehen können. Insbesondere interessiert uns, wie die Finanzmärkte auf Änderungen im Ton der EZB reagieren. Das heißt, ob die Wortwahl der EZB positiver oder negativer wird. Alle 6 Wochen legt die EZB den aktuellen Leitzins fest und verkündet ihre Entscheidung um 13.45 Uhr in einer kurzen Mitteilung. Um 14.30 Uhr, 45 Minuten später, hält die EZB eine Pressekonferenz ab, in der sie ihre Zinsentscheidung begründet und wirtschaftliche Entwicklungen erläutert. Mithilfe eines speziellen Wörterbuchs, das bestimmte Begriffe im Finanzkontext als positiv oder negativ qualifiziert, messen wir den Ton der EZB und generieren eine Zeitreihe von Tonänderungen von einer Pressekonferenz zur nächsten. Dann analysieren wir, wie sich die Kurse von Aktien und die Preise von anderen Finanzinstrumenten ändern. Dafür verwenden wir hochfrequente Kursdaten, die uns im 1-Minuten-Intervall zur Verfügung stehen und ermöglichen, den Preisentwicklungen genau ab Beginn der Pressekonferenz zu folgen. Unsere Untersuchung zeigt, dass eine Änderung im Ton der EZB signifikante Effekte auf die Preise von Finanzinstrumenten hat. Wenn der Ton der EZB positiver wird, steigen die Kurse von Aktien, andererseits fallen die Preise von Derivaten, die zur Risikoabsicherung dienen. Vereinfacht gesagt, ist die EZB optimistisch, sind Marktteilnehmer risikobereit. Außerdem können wir zeigen, dass ein optimistischer Ton ein Indikator für günstige wirtschaftliche Entwicklungen ist und dass man anhand von Änderungen im Ton künftige Zinsentscheidungen der EZB prognostizieren kann. Aus der Sicht von Zentralbanken sind unsere Ergebnisse relevant, weil diese zeigen, dass Notenbanker durch ihre Wortwahl die Erwartungshaltung und die Risikobereitschaft von Marktteilnehmern beeinflussen können. Das bedeutet, die Kommunikationsstrategie einer Zentralbank stellt ein eigenständiges Instrument der Geldpolitik dar. Für Marktteilnehmer bedeuten unsere Ergebnisse, dass ein genaues Hinhören beim Ton der EZB zusätzliche Anhaltspunkte für Anlage- und Finanzierungsentscheidungen geben kann.